Mein Name ist Doreen Dömland, ich bin Pfarrerin und arbeite im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg und bin dort verantwortlich für die Tage der Orientierung. Tage der Orientierung sind ein Bildungsangebot der Schülerarbeit, das wir Schulen anbieten. Und heute möchten wir vor allem den Orientierungstag an der Grundschule vorstellen. Wir möchten da die Klassengemeinschaft stärken und die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern, indem wir ihre sozialen Kompetenzen fördern an diesem Tag. Die Zielgruppe des Orientierungstags sind Schülerinnen und Schüler aus Klasse 3 oder Klasse 4, wobei in Klasse 3 natürlich dadurch, dass die Schüler noch länger beieinander sind, sicher mehr entwickelt werden kann. Für uns ist es sehr wichtig, dass der Orientierungstag außerhalb der Schule stattfindet, weil den Schülerinnen und Schülern klar sein soll, es geht jetzt um uns, um die Klassengemeinschaft und nicht um noch andere Inhalte, die in der Schule vermittelt werden. Der Orientierungstag mit der Grundschule wird begleitet von der Klassenlehrerin, die aber an diesem Tag die Beobachterposition innehat. Das heißt, sie kann immer mit dabei sein, sie kann ihre Klasse beobachten. Sie kann sehen, wo sind kritische Punkte, wo sind Punkte, die sie weiter mit in den Schulalltag mit aufnehmen möchte. Wo sind Ideen, die die Schüler an diesem Tag gewinnen, um ihre eigene Klassengemeinschaft zu fördern. Gemeinsam mit den Kindern werden gruppenpädagogische Spiele gespielt, die dann ausgewertet werden. Und wir legen viel Wert darauf, dass die Schüler das, was sie an ihrer Klasse bemerken, was sie stört oder was sie freut, dass sie das einbringen in diesen Tag, sodass wir mit ihnen daran arbeiten können, dass die Klassengemeinschaft verbessert wird. Und dann sehe ich das, dann komme ich zu denen und sage, stopp, hört auf, ihr könnt euch die Flasche irgendwie teilen. Der Orientierungstag mit der Grundschule wird geleitet von Studierenden. Das ist ein Geheimnis dieses Orientierungstags, dass junge Studierende, die sehr viel Erfahrung in der Jugendarbeit mitbringen, den Tag mit den Schülern gemeinsam gestalten. An der Freude, an den Gesichtern der Kinder kann man erkennen, welch unglaublich tolles Erlebnis es ist, wenn man gemeinsam etwas schafft. Dass für die Schüler auch klar wird, was heißt zusammenarbeiten, was heißt ein Team sein, dass es nicht nur eine Floskel bleibt, sondern dass wirklich auch mit Leben und mit Erfahrung gefüllt wird. Die beste Rückmeldung, die hinterher von einem Jungen kam, war: Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Davor gab es wirklich Krieg zwischen Jungen und Mädchen. Also er hat es wirklich dramatisch ausgedrückt. Aber es kam aus der Klasse die Idee, die Lösung. Und das hat mich damals wirklich sehr bewegt. Eine Schule sollte sich mit uns in Verbindung setzen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieser Tag eine Wirkung hat.